Wunderschön. Hey Kinders, was geht bei euch ab? Ich würde mir gerade am liebsten die verfickten Finger abreißen, denn ich habe diesen scheiß Wack-Error gehabt die ganze Zeit und habe bestimmt 30 Minuten herumgepimmelt, bis der Fick endlich lief. Ja, dann nehme ich hier schön 3-4 Runden auf, gehe ab wie ein verschissener Bastard, reiß die Runden rein, guck hoch und sehe, dass ich Schwarzbild aufnehme. Weil ich letztendlich diesen Wack-Error fixen konnte, indem ich Steam als Admin ausführe, hat OBS CSGO nicht aufnehmen dürfen, weil OBS nicht als Admin ausgeführt wurde. Aber immerhin scheint das Spiel easy zu werden. Also die Gegner sind so fucking bad. Guckt euch an, guck mal. Ja gut, das war jetzt der Mate da von oben. Hä? Von wo kam jetzt der Mate? War der hinter mir, der Sack? Au. Er rennt zurück, der Lurch. Bitteschön. Ah, reingerannt, Depp. Es ist halt auch scheiße ärgerlich, wenn du wirklich ein Game machst, das ultramäßig läuft. Und dann läuft die Kamera nicht mit. Wahnsinn. Aber wisst ihr was? Der Global ist da, meine Kinder. Der Global ist da. Es ist leider in einem Livestream passiert, beziehungsweise es ist ja schon geil. Aber da weiß es halt dann nicht jeder, ne? Ich weiß ja, dass ungefähr 5-10% von euch in die Livestreams schauen. Also eigentlich fast niemand. Oh, fuck! Wie behindert waren das, bitteschön. Wieder so kurz vorm Ace gestanden. Apropos Ace, guck mal hier. Oh, scheiße, die haben beide... Headshots gefressen, pit down. I go plant fast. One is on long. Oh god. Ah! Ja, das war nämlich auch vor kurzem im Livestream. Nur, dass ihr immer seht, wie ich reinhustle, ja, mit der Glock. Nun ja, aber zurück zum Globaler Prank. Er kam, wie gesagt, jetzt rein, live. Das hat mich ultra gefreut. Und ich zeige ihn euch hier einfach, weil es halt live war. Will ich euch jetzt nicht das ganze Spiel zeigen, weil halt die Qualität jetzt nicht die Bombe ist. Ihr werdet jetzt gleich sehen, aber hier ist eben der Moment, wo es passiert. Bitteschön. Oh mein Gott, da ist der Prank! Ja, er ist da! Nice, GZ. Nice, die Musik hat perfekt gepasst. Oh! Schön. Wunderschön. Sehr schön. Herzlichen Glückwunsch. Dankeschön. Vielen Dank für deine Hilfe. Ja, ja, kein Problem. Ach, an mir hat es nicht gelegen. Es war alles deine Leistung. Ich sag mal so, 30 Punkte sind schon enorm für Wingman. Das war schon echt ultra, ultra cool. Das hat so Spaß gemacht. Let's go fast. Kommt, Jungs, kommt. Ah! Ja, ist clear. Wo bleibt ihr denn, ihr Vögel? Was machen die? Okay, gut, die kommen jetzt wahrscheinlich von Short. Ich guck trotzdem noch mal kurz hier runter. Hallo, hallo, hallo. Hallöchen. Glaubt ihr, der kommt vielleicht jetzt auf B, um zu safen? Es wäre bitter, wenn beide Mates sterben und ich bin auf B. Das wäre irgendwie nicht so cool. Aber es sieht gut aus. Ich versuche ihn jetzt wegzuhasseln. Da rennt er doch. Ah! Nein, er kickt mich noch! Easy peasy lemon squeezy bei Martin Scorsese. Es fing zwar mit Schwierigkeiten an, aber das Spiel scheint wirklich geil zu werden hier. Die Mates sind auch wieder richtig schön am Call, ne? Ihr merkt ja, die sind echt gut drauf. Gut, der Verschub auf A hätte schneller gehen können, aber ich bin halt nicht immer mit Global Boys zusammen, ne? Kann man nicht immer erwarten. Ja, die Global-Geschichte war schon echt geil, zumal, naja, darauf haben wir ja eben hingefeiert. Ich weiß, es gibt jetzt so ein paar Neider, die dann sagen, ja, Wingman! Aber gut, die haben halt auch nicht die Ahnung, ne, wo wirklich der Skill zählt, also was mehr von deinem Skill zeigt. Ich habe darüber ja einen ganzen Podcast gemacht, dass logischerweise der Wingman-Skill dem eigenen Skill am nächsten kommt, ne, weil man da zu 50% eben rein skillt, ne, und hier im Ding nur zu 20. Also der Rank hier wird am wenigsten von dir affektiert, am ehesten noch von deinen 4 Mitspielern. Und das ist halt dann doch sehr weit entfernt vom eigenen Rank. Es ist so, wie wenn man zur 5. Klassenarbeit schreibt, ne, und dann sagt, ja gut, und die Note ist natürlich meine, ja? Dann doch lieber alleine oder zu zweit, wo ja schon 50, ich denke, ich muss es gar nicht großartig erklären. Die, die es nicht verstehen wollen, die werden das auch nicht verstehen, aber für alle, die das so ein bisschen nachvollziehen können, wird klar sein, dass ja natürlich Wingman den eigenen Skill unterstreicht und Matchmaking halt einfach dieser Team-Rank ist. Ja? Das ist dein Rank im Team-Game. In einem Spiel mit Randoms, wie viel Glück du hast mit Randoms, ne? Das zählt da auch mit rein in diesen Rank und so weiter. Ich muss jetzt da nicht großartig rumlabern. Es ist mir nur immer wieder aufgefallen, dass es so ein paar Hohlbirnen gibt, die verstehen das nicht, die können es nicht nachvollziehen. Ja, die sagen, wenn ich 64 gegen 64 spiele, das ist mein Rank. Da bin ich einer von 64 und das ist ganz genau mein Rank Arena. Ja, ja, ja. Es hat echt ultra Bock gemacht. Ich dachte, es passiert vielleicht in einem Video. Ihr habt ja auch danach gefragt, wann mal wieder Wingman kommt. Und wir haben es halt oft in den Streams gemacht. Ne, ihr wisst ja, wann ich stream. Die Streams stehen direkt unten in der Videobeschreibung, ganz oben. Ihr müsst nur ein Stück unter das Video gucken. Wenn ihr einen großen Bildschirm habt, dann seht ihr es direkt. Die sind jeden Dienstag, jeden Donnerstag ab 19.30 Uhr und jeden Freitag ab 22 Uhr. Kommt einfach mal rein. Da ist echt geiler Scheiß am Start. Es gibt immer Skins, also immer Skin-Giveaways und halt eben Viewer-Games. Let's go away. Das heißt, ihr könnt mit mir spielen.
Na, nur, dass ihr das, nur, dass ihr das wisst. Morgen ist auch wieder ein Stream, aber morgen gibt es eine Besonderheit. Der Stream fängt nicht um 19.30 Uhr auf Fickwurst an, sondern schon um 17 Uhr. Weil ich nämlich morgen Abend weg bin, aber den Stream nicht ausfallen lassen will. Deswegen streame ich ab 17 Uhr seine Mutter und streame dann wahrscheinlich bis halb 8 oder so. Also 17 Uhr bis halb 8, morgen am Dienstag. Dienstag, der 5.6. Versucht euch irgendwie die Streamzeiten zu merken. Ich weiß, ihr werdet gerne dabei, weil mir immer wieder Leute schreiben, fuck, ich habe es schon wieder verpasst oder wann sind die nochmal die Zeiten? Und ich denke jedes Mal, ah, sie stehen schon seit fast 2 Jahren in der Videobeschreibung. Das ist halt dann schon irgendwie ärgerlich, wenn es nur deswegen, aufgrund von Nichtwissen, nicht klappt, ne, dass man da schön zusammen hasselt. Weil ich spiele auch echt gern mit euch und das sind dann eben die Viewer-Game-Zeiten. Da spiele ich mit Zuschauern. Don't forget the bomb, guys. Ach, Jungs. Ace down. Ja, maybe T-Spawn. So, jetzt sind wir auf A und wir haben die Bombe nicht. Ich muss mit Purple direkt hin. So, der Hardcore. Sorry. Der Taktiker ist am Start. T7. Suka, suka, blieben. Bumm. Komm, die hat doch gesehen. Oh, er ist runter. Ne, er ist noch oben. Ich habe mich entschuldigt, weil dieser Nate-Versuch war eigentlich bescheuert, ne? Ich hätte mit ihm leben sollen und killen sollen. Und nicht die Nate noch irgendwie da. Also, die Nate war schon nicht schlecht. Aber ich hätte sie in dem Moment nicht schmeißen sollen. Weil ich nämlich gestorben bin. Na? Ich habe ohne Witz durch diesen kurzen Urlaub, diese Woche, die ich weg war, habe ich wieder voll. Der Rushing mit. Habe ich wieder. Oh! Nein. Habe ich wieder ultramäßigen Bock auf CSGO bekommen. Ich hatte ja vor dem Urlaub wirklich so einen Hals, ne, mit CSGO. Das war einfach nicht mehr das Wahre. Und jetzt siehe da, ich war eine Woche weg, habe ein bisschen was über eine Woche kein CSGO gespielt, weil ich halt auch vorproduziert hat. Und schon ist es wirklich wieder richtig geil. Es ist irgendwie so dröge, sagt man das, dröge geworden. Es ist halt einfach so, ihr wisst ja auch, dass ich Counter-Strike bald 20 Jahre spiele, also insgesamt halt Counter... Left Side! Den nicht gesehen. Ja, bald 20 Jahre, muss man das sprayen? Ich weiß nicht. Und das ist halt dann echt irgendwie, gerade durch diese Quantitäten, der ich es gezockt habe in den letzten 2 Jahren, dass es dann schon langweilig wird, es ist direkt wieder nice. Ich habe jetzt zwar nicht diesen Competitive-Willen von wegen, jawohl, und jetzt schön rumhasseln, alles gewinnen und saugut und hin und her, aber es macht einfach wieder Spaß, für euch hier aufzunehmen, reinzuhasseln, in den Streams rumzuwursten, das macht Bock. Macht Bock ohne Ende. So, ich pimmel jetzt den AWPler. Ich molle jetzt da vorne hin und komm hier rechts. Das, damit wird er nicht rechnen. Ah! Oh mein Gott! Und ist Close Right Side mit. Toxic ist down. I smoke for you, Bomb. Ich werde ihn holen. Na, 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 nice. Ich denke, man hat es auch in den Streams gemerkt, dass es echt lecker lief. Also, es hat wirklich wieder richtig reingehasselt. Ich habe sogar an einem Tag nur CSGO gespielt. Sonst haben wir immer wieder gewechselt, weil ich dann auch nach 2, 3 Spielen gesagt habe, Leute, jetzt ist gut. Aber im Moment könnte ich CSGO einfach wieder ewig lang durchzocken. Es macht einfach wieder richtig Bock. Aber halt auch wohlgemerkt zu Unterhaltungszwecken. Jetzt nicht, um es einfach zu spielen. Ach, wisst ihr was? Wir haben auf meinem zweiten Account jetzt auch endlich ein Bind gemacht. Für die Granate, also für die HE. Die muss ich hier auf dem Main auch noch einfügen. Und ist auch nicht, ich saw me. Willst du nicht sterben, Boy? Achtung, bye bye. Schade. Ja, auf Maus 4, glaube ich. Dort will ich jetzt automatisch die Nate aus, die HE, weil ich im Stream wieder so einen Scheiß gemacht habe. Wegen diesen dummen Granaten. Ne? Ich will eine Granate in die Hand nehmen und krieg's nicht gebacken. Und scroll da so lange rum, dass meine Chance verfliegt, die ich nutzen wollte. Man scrollt dann rum, ich will eine Molly schmeißen und schmeiße eine Flash oder sowas. Und dann denke ich mir, ah, wenn es eine Molly gewesen wäre, hätte ich die aufgehalten oder ich hätte alle angefragt. Vielleicht wären sogar ein paar gestorben, die angefragt waren. Aber nein, ich schmeiße eine Flash oder eine Smoke. Nun ja, und das haben wir dann eben geklärt. Zumindest schon mal mit einem Bind für die Nate. Und ich werde mir für die anderen Granaten oder für jede Flash, Smoke und so weiter auch nochmal extra Binds herstellen. Oh, Mate, shit, shit, shit. Ich teleport B. Fuck. Ich werde möglicherweise mit Barrel so ein bisschen in Face drum vorwerken. Also Warden ist halt echt stark in diesem Competitive-Denken. Ja, weil er eben Ligaspiele schaut, beziehungsweise Pro-Spielern eben zuguckt, wie sie spielen. Das war bei mir ja noch nie so verankert, beziehungsweise schon, aber das ist halt schon jetzt bald über 10 Jahre her. Aber er hat gemeint, bei Faceit kann man dann irgendwie, wenn man Rang 10 ist, in eine gewisse Liga und wenn man da wiederum in den Top 20 oder Top 10 ist, kann man sogar irgendwie kleine Preisgelder abstauben. Ich bin bei Faceit, glaube ich, Rang 7 oder Rang 8 und stehe praktisch gar nicht so weit davon entfernt. Und da haben wir uns schon überlegt, dass wir da vielleicht zusammen ein bisschen reinhasseln. Bei Faceit gibt es ja diesen Bezahlt-Modus, Smokes on A. Und in diesem Bezahlmodus hat man dann natürlich auch eher Mates dabei, die halt nicht einfach gehen, wenn es nicht gut läuft, beziehungsweise... Ey. Mate, bitte. Komm ran. Mate Arena Bambino, wo bist du? What?
Oh, direkt einen noch neben mir. Ja, und dann hat man eben einfache Leute am Start, die auch gewinnen wollen, ne? Ich kenn's von Faceit leider auch, dass wenn es nicht so gut läuft, dass die dann sagen, ich gehe, ist ja da scheißegal. Sowas darf dann natürlich nicht sein, klar. Und ich nehme an, dass das dann diesem bezahlten Ding eher seltener der Fall, oder? Immerhin bezahlt man ja dafür, dass man, naja, ist jetzt nur gemutmaßt. Auf jeden Fall werden wir da vielleicht so ein bisschen rumvorwerken, um dann wiederum ein neues Ziel zu haben und da so ein bisschen sich hochzuarbeiten. Slash on B, Metal on B. Alter, wie die reinreißen jetzt! Da könnt ihr gerne mal schreiben, was ihr davon halten würdet, wenn wir in die Richtung so ein bisschen versuchen würden zu hustlen. Also ob das interessant wäre zu sehen oder ob ihr sagt, ich guck sowas eh nicht, beziehungsweise mir ist es egal, du kannst doch einfach ihr Matchmaking spielen und das lustig verarbeiten, solange das passt, dann passt's. Yay, 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 Alter, was ist hier los? Meine Windows-Taskleiste ist gerade über dem Spiel und es laggt voll, what the fuck? Nicht Window-Modus oder so eine Scheiße. Alter, räumt mich jetzt gerade dieses verfickte Spiel. Seht ihr die auch? Die ist jetzt einfach unten ganz leicht über dem Spiel und ich merke, wie ich 100 FPS weniger habe, vielleicht sogar 200. Ah, jetzt ist es weg. Gottes Willen, ey. Ihr kennt's ja, wenn man mal so ein Problem hatte, so wie ich vorher mit diesem scheiß Wack-Ding und dann nimmt es nicht richtig auf, nur Blackscreen und sowas. Wenn man so ein Problem hat, dann reißt es meistens nicht ab. Vielleicht habe ich gleich noch Krebs oder so. Sowas kommt dann meistens einfach kostenlos hinzu. Beziehungsweise, ihr wisst ja, das Schlechte kommt immer kostenlos. Außer es kostet eben das Leben. Dann ist es natürlich jetzt nicht zwingend kostenlos. Ja, grün bist du auf A oder bist du da unten im Ding? Oh. Lässt er es also low? Lass dir lieber warten. Alter, was hast du für eine Wumme gehabt? Ah, eine P90, okay. Ich dachte vorhin echt noch, ich muss jetzt schon wieder einen Overwatch aufnehmen, weil diese Kack-Wacke, ihr kennt's ja, ne? Wack was unable to verify your dick. Als es das erste Mal kam, dachte ich, ich hätte einen Wackbann. Ich glaube, das geht fast jedem so, ne? Es kommt und man denkt sich, jetzt ist es soweit. Ich bin so gut, dass ich gewackbannt wurde. Aber dann zum Glück doch nicht. Das wäre halt echt ein bisschen bitter. So, Giveaway-technisch wäre es dann erstmal mau, weil die ganzen Skins weg wären. Ich erwähne es hier nochmal, merkt euch bitte, morgen ist der Stream um 17 Uhr schon. Nicht um 19.30 Uhr, sondern schon um 17 Uhr, um 5. Nachmittags. Der nächste ist dann wie immer am Donnerstag um 19.30 Uhr. Und der letzte diese Woche dann am Freitag um 22 Uhr. Ihr wisst ja Bescheid. Und auch hier wieder vielen Dank an meine Patreons. Laurin, dankeschön für deine Unterstützung. Hä? So, eben jemand gesteppt. What the fuck? Es ist noch einer. Ich hätte schwören können, da ist einer gerade rumgewurstet da hinten. Jawohl. Na also, ich dachte eben, die überraschen uns jetzt komplett, ne? Bei T. Die sind immer wieder gekommen und haben uns niedergemacht. Ach ja, und ich habe jetzt wiederholt feststellen dürfen, wenn ich nichts von den Likes erwähne. Also wenn ich nicht sage, irgendwie danke für die Likes oder haut Likes raus oder sonst was, dann kommen wirklich bald nur noch halb so viele. Das heißt, ihr wollt wirklich daran erinnert werden. Das ist also die Erinnerung dafür, aber natürlich auch nur, wenn es euch gefällt, ne? Nicht einfach so liken. Belong one. Too belong. One is coming. Need help. Nice. Sehr gut, ich bekomme zwar keine Kills mehr, aber wir gewinnen. Ich weiß, dass es eh keinen von euch stört. Wir haben da schon ein paar Mal drüber gesprochen, weil ich ja meine ersten, ich glaube, 5 oder 6 YouTube-Jahre nie was davon erwähnt habe, weil ich es immer irgendwie kacke fand, ne? Wenn man sagt, abonnieren, favorisieren, der ganze Scheiß. Aber es ist scheinbar einfach trotzdem eine wichtige Call-to-Action-Geschichte. Ich habe es damals auch von meinem Netzwerk geschrieben bekommen. Die haben eine Analyse gemacht von meinem Kanal. Truck. Da haben sie mir dann auch geschrieben, uns ist aufgefallen, dass du das nie erwähnst und man sollte zumindest am Schluss sowas sagen, weil dann gibt es wirklich potenziell viel, viel mehr Likes und Abonnements und hin und her. Und ich habe mich immer dagegen gesträubt, weil ich es halt irgendwie komisch fand, Leute daran zu erinnern. Weil ich mir dachte, die Leute werden das schon alleine rausfinden, ne? Wenn es ihnen gefällt, dann werden die liken. Aber es ist Wahnsinn, was es für einen Unterschied macht, wenn man das sagt und wenn man das nicht sagt. Deswegen werde ich es einfach immer wieder erwähnen in den Videos, ja, jetzt nicht so, ach ja, und bitte, aber ihr wisst ja, wie ich sag, sowas wie ein Like am Tag oder ihr werdet vielleicht überfahren, sowas Lustiges halt. Alter, wenn ich einen Molly ziehe, aber hey, ist in Ordnung, Mr. Time König. Ah, nicht unter die Bombe gehen, ist vielleicht nicht so, oder? Ich glaube, hinten in der Bank wäre eher aufgehoben gewesen. Oh, scheiße, sieht nach A aus. Let's go, ey. Ich gehe in Bank, ich hoffe, das ist echt A, wir sind jetzt gerade alle auf A. He got it. Fick, he's half HP. So, 13-13, jetzt wird's aber eng, Jungs. Ah, Purple kam von ganz hinten. Das ist ja schon mal not bad. He's half HP. Fuck, jetzt müssen wir echt unangenehm kaufen, ne? Also jetzt wird's echt eng. One is on long, what the fuck? Alter, was ist denn mit Blau los? Er lässt sie einfach durch, oder was? Ich komme auf A und einer ist long durch, obwohl Blau auf long stand. Der ist wahrscheinlich direkt hinter ihm vorbeigeschlichen. Oder er hat Schiss gehabt, ranzugehen und hat ihn halt einfach dann durchgelassen. Weiß ich nicht. Verdammte Kacke, hätte er wenigstens sagen können. Der Draw wäre ja schon mal nice. Belong, one is through. Belong, belong, belong. It's coming. Belong, two. Das ist nicht wahr, oder? So, Draw ist schon mal drin. Nice. Geh direkt auf A. Also hier ist jetzt doch nichts. Orange ist einfach durchgelaufen. Purple deckt lang ab. Ich gehe jetzt hoch, weil ich mir ganz sicher bin, dass es Mitte gleich richtig knallt. Guck mal, Mitte steht auch niemand. Und Long ist down. Ja, das wird A. Jetzt hat er die AWP. Fuck. Kann ich trotzdem reingucken? Oder sei long.
zu erlangen. Ich dachte, oh geil, der hat die AWP nicht genommen. Und da hat sie der andere. Scheiße, dumm. Die dürfen nicht... Nice, jawohl. Jetzt hat er Angst zu planten, hoffe ich doch. Nice. Oh oh, zurück. Wow, 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 wow. Er geht zu zweit auf B. Schnell. B. Ich auch noch. Komm. Nice. Yes. Jawohl, da ist der Win drin. Ich habe jetzt echt die letzten X Runden keinen Kill mehr gemacht, ne? Bestimmt 5, 6 oder 7 Runden nichts mehr gemacht. Naja, scheiß drauf. An die 50 Punkte passt er. Ja. War trotzdem ein cooles Spiel, auch wenn es etwas ärgerlich angefangen hat. Ach, guck mal da. Nice, es läuft. Schön der Akala ganz oben. Ah, die Ranks sind halt im Matchmaking wirklich sehr genau, ne? Ach ja, und für alle, die sich dafür interessieren, für diese Matchmaking- und Wingman-Geschichte, ich habe das in einem Podcast erklärt, ihr könnt euch gerne den Podcast anschauen. Entweder klickt ihr einfach auf den Link, den ich unten in die Beschreibung reinpacke, oder ihr geht halt einfach auf den YouTube-Kanal, also drückt unten auf meinen Namen und geht dann auf Playlists. Und da müsste recht weit oben die CSGO-Podcast-Playlist sein. Da klickt ihr drauf und sucht euch den Podcast raus, der heißt irgendwie Wingman besser als Matchmaking oder Matchmaking besser als Wingman, so irgendwie. Und ja, mit Fragezeichen hinten dran, pipapo. Und wenn ihr jetzt euren inneren Schweinehund rauslassen wollt, ja, dann schreibt einfach irgendwas in der Vergangenheitsform in euren Kommentar, ja, und gewinnt ein Schweinegesicht. Vielen Dank fürs Zusehen. Denkt an den morgigen Livestream ab 17 Uhr schon. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Tschüss.